Ich muss so komisch gucken oder was? Ich habe mir mal die Clips angeguckt. Ich gucke hier wirklich so. Ich würde dich freudig grüßen, Bruder. Doch ich werde das stechende Gefühl nicht los, dass etwas nicht stimmt. Ich folgte dem Abt und ließ ihn nicht aus den Augen. Aber die Mönche, seine Diener, niemand ist zu sehen. Sind sie tot? Das glaube ich nicht. Aber in dieser Grabesstille liegt nichts Gutes. Und wo ist der Abt jetzt? In sein Gemächer. Komm, aber sei wachsam. Stinkt es für dich nicht auch nach Verrat, Bruder? Warum sollte der fromme Hirte sich mit der Heretikerin zusammentun? Künebert ist ein Mann, der nach Macht und Einfluss giert. Da Tedmund tot ist, muss er das woanders finden. Das ist wahr. Halte deine Augen offen und deine Klinge bereit. Ist er jetzt auch tot? Ich hoffe nicht. Unsere Freundin. Künebert, deine Gäste sind da. Oh, ich glaube, dem geht's nicht so gut. Kommt, das Essen steht bereit. Der liebe Abt schickte mir eine herzliche Einladung. Er sagte, meine Freunde wollten mich sehnlichst sehen. Ich weiß, es ist etwas früh für ein Abendessen, aber Künebert's Ale passt so gut zu gebratenem Lamm und Zimt-Blaubeererbsen. Ich konnte nicht widerstehen. Wo ist mein Bruder? Ist er nicht hier? Mon Dieu, ich habe ihm nichts gesagt. Töte sie und wir finden Sigurd nie. Setz dich, Eivor. Iss. Und lass mich dir die Geschichte eines Mannes erzählen, der mit Göttern spricht. Du verlachst mich? Ich habe für weniger getötet. Natürlich hast du das. Läuft es nicht so in dieser hässlichen Welt? Wir beide dünnen die Herde aus, wie wir es für sinnvoll erachten. Die meisten auf Erden sind kaum mehr als sprechende Blutblasen. Verschwendetes Fleisch. Doch nicht Sigurd. Sigurd ist anders. Sigurd wurde berührt. Er ist göttlich. Die Götter, sie sprechen durch ihn. Du fingst ihn ein mit dieser Lüge. Deine Worte sind Pest und Galle. Du hättest zuhören sollen, Eivor. Ich versuchte es dir zu sagen, die Götter sind echt und ihre Macht in Reichweite. Du wirst ihn nie finden. Nicht, bis ich alles habe, was ich will. Auf alte Freunde. Das ist köstlich, Künebert. Schmecke ich da Nelken? Nun, damit ist das Abendessen beendet. Tötet sie und bringt ihre Leichen in mein Sanktum in Kantwarebruch. Komm mit dem Hinterhalt. Sie werden bald über uns herfallen. Vielleicht gibt es einen anderen Ausweg. Irgendwo da. Geheimnis Ehrrezept. Ja, das ist schön. So. Okay, ich sprich mit Basim. Fulke verriet, dass ihr Sanktum in Kantwarebuch ist. Das ist richtig böse. Ja, und das ohne Not. Ich würde mich dem Ort vorsichtig nähern. Es könnte eine Falle sein. Vielleicht, aber eine andere Spur haben wir nicht. Ich hoffe, all diese unschuldigen Opfer sind es wert. Es geht um Sigurd, mein Bruder. Natürlich sind sie das. Na dann komm, tauchen wir hinab in das Maul des Todes. Ich wollte meine Winterjahre ohnehin nicht erleben. Dies wird nicht umsonst sein, Eivor. Wir werden Sigurd finden. Nicht nur ihn. Ich will Fulke leiden sehen. Kann ich dich mitnehmen, mein Freund? Warte mal. Das ist der Vertrag. Okay,
Kehre zur Abtjenneberg zurück und erlange Informationen im Reise nach Kentwerburg. Du, mein Freund, komm doch, steig doch auf. Komm mit. Ich glaube, da will er aufs Pferd, aber das Pferd will nicht. So. Und ich glaube, das müsste eigentlich grün sein. Diese Lande der Sommer, Nebel und dunkel träumenden Wälder. Ich sehe Geheimnisse und will Englerland erkunden. Alles. Und doch wendet es sich überall gegen uns. Knurrend wie ein Hund in der Enge. Mich hier niedergelassen zu haben, erscheint wie eine schlechte Idee. Vielleicht scheiden die Sterne deinen Weg. Und du wirst dies nie Heimat nennen. Vermisst du das Land deiner Geburt? Ich bin schon lange fort. Doch jenseits der Eitelkeit, Arroganz und Engherzigkeit der Menschen ist es voll wilder Schönheit. Ich würde es gern sehen. Das könntest du. Mein Vater war Architekt, Erbauer von Wundern. Die große Moschee von Samarra war sein Meisterwerk. Mhm. Ein anderer, der das Spiel des Kalifats besser beherrschte, schmückte sich damit. Mein Vater wurde verstoßen und starb in Armut. Du klingst verbittert. Gab es keine Treue, Geschichten am Herdfeuer? Warme Nächte, weiche Körper. Du klingst verbittert. So, jetzt. Gab es keine Treue, Geschichten am Herdfeuer? Warme Nächte, weiche Körper oder besondere Begegnungen? Es gibt jene, die würdig sind. Einige wenige, die aus der besudelten Masse ragen. Männer und Frauen mit Weitsicht und Heldenmut. Und Sigurd ist ein solcher das Mann? Das ist er. In dieser Hinsicht irrt sich Fulke nicht. Ich habe Angst um ihn, Vassim. Ich kann nicht ruhen, bis er frei ist. Sei versichert, ich werde es auch nicht. Mhm. Weil du deine eigenen Pläne noch hast, mein Freund. Ich sehe es kommen, wir werden bestimmt definitiv gegen Vassim irgendwann noch kämpfen. Seit den Tagen der Römer hat der Stellenwert des Lernens in Englerland beträchtlich abgenommen. Die Bücher, die noch bleiben, sind in ihren Kirchen eingeschlossen, versteckt vor den einfachen Leuten. Warte mal, wo rennen wir denn jetzt eigentlich hin? Ach, dahinter, okay. Pöbel können nicht lesen. Was würde das auch bringen? Sie könnten es lernen. Die Kirche könnte es ihnen beibringen. Ihnen würde sich so vieles der menschlichen Geschichte eröffnen. Aristoteles, Pythagoras, Euklid, uraltes Wissen, das für alle, außer ein paar engstirnige Betbrüder, verloren ist. Hast du diese Werke persönlich studiert? In meiner Jugend war ich besessen davon, verstehen zu wollen. Ich verbrachte viele Stunden des Tages im Haus der Weisheit in Bagdad. Eine Lernstätte. Eine Bibliothek, gefüllt mit den größten Erkenntnissen der Menschheit. Für einen Jungen, der Antworten sucht, hält sie viele Schätze bereit. Eines Tages verschlang ich im Schneidersitz eine Schrift des großen Astronomen Al-Khwarizmi. Mit einer nicht zu seinem Alter passenden Gewandtheit pflückte der große Meister selbst mir das Papier aus der Hand. Seine Anwesenheit stahl mir die Stimme. Er war freundlich und... Du warst das! Stirb! Single. Ey! Vassim! Mein Gott, Kerl! Ignorier die doch einfach! Was? So, ciao, mein Freund. Seine Anwesenheit stahl mir die Stimme. Er war freundlich und zugänglich. Er zeigte mir große Wunder der Wissenschaft. Und was lerntest du dort? Kalender und Berechnung, um Sonne und Mond und 5 Planeten zu bestimmen. Gleichungen, die von Funken göttlicher Intelligenz knisterten. Ich fragte den großen Mann, fühlt es sich so an, Gott zu kennen? Du sahst die Hand deines Gottes in den Runen? Ich fand Weisheit. Und seitdem suche ich nach mehr. Jenseits von uns selbst gibt es noch unendlich mehr, Eivor. Die meisten bemerken nur einige Sandkörner.
Aber ich glaube, einige, wie Sigurd, sehen den endlosen Strom im Stundenglas. Sieht das, was du in Sigurd siehst, vielleicht auch Fulke? Ich glaube schon. Wir werden keine Freunde in Kantwarebuch finden. Also fall nicht auf. Kennt wer, okay. Hier gibt es viel zu bewundern. Aber es wurde mit Gottes Gold gebaut, während die Leute hier in Hütten leben. Ich zieh lieber die Kapuze auf. Diese Lande der Sommer, Nebel und Dunkel. Ach, wir sind schon da. Hier wimmelt es von Fulkes Leuten. Sigurd wird sicher gut bewacht. Wir sollten uns vorsichtig und unauffällig verhalten. Bereit? Folge mir! Dieser Ort wird gut bewacht. Dann holen wir uns doch mal unseren Bruder wieder. Warum sollte Fulke uns ihr Sanktum überlassen? Sie lockt uns. Selbstsicher und überheblich. Eigenes Scheitern hält sie für unmöglich. Ihr fürchterlicher Scharfsinn gibt ihr recht. Bleibt zurück! Was ist denn? Kerl! Ihr fürchterlicher Scharfsinn gibt ihr recht. Komm mit. Kannst du dich mal ducken? Ich würde eigentlich nur über das Seil. Laufen die dann da weiter? Das wäre praktisch. Dieser Kerl, da hätten wir doch hinterherlaufen können. Also sollen wir einfach die Ochsen hineinstolpern? Oh, du Kerl! Du Wichs, hier sind die doch! Ach, Mann! Wir sind da hoch. Oder ich will zumindest mal hoch. Mal gucken, was da ist. Komm ich denn da hoch? Mädchen! Ich will wissen, was da ist. So. Und gleich wieder runter, mein Freund. Wahrscheinlich ging da hinten der Treppe hoch. Dieser Basim! Ich dachte, er war aber auch schon lange keiner mehr. Einsammeln? Gerne doch. Der macht Party! Party da unten, der Kerl. Jetzt bin ich bereit. So, die Spinnenweben nerven mich irgendwie. Ich weiß nicht, das triggert mich. Ich muss die mal anzünden, wenn ich irgendwo welche sehe. So. Respektvolle Schriftrolle. Ich schreibe aus zu Ehren von Lord Augustin, Erzbischof von Kantwer, hier entsende ich den gesegneten Gregor, Bischof der Stadt Rom, der mit Hilfe Gottes und geleiteten Wunder König Albert und seinen Volk. Okay. Tod. Meine Güte, Basim. Was ist denn der? Basim?
Was wir dort auch finden, bewahre einen kühlen Kopf. Du tadelst mich wie ein Kind, Basim. Ich schütze dich wie ein Vater. Dein gewaltsames Ende brächte nichts. Du hast in deinem Leben noch viel zu erreichen, das weiß ich. Noch mehr Rätsel, Schlauzeug. Keine Rätsel. Ich spüre Großes in euch beiden. Es ist nicht dein Schicksal, die Steine dieses Gotteshauses mit deinem Blut zu beflecken. Okay, da komm mal rein. Das müssen wir auch machen müssen. Wenn sie noch hier ist, brenne ich dieses Christushaus nieder. Für den Orden! Für den Ruhm der Ältesten! Lass diese Ungläubigen nicht seine Geheimnisse finden! Von der anderen Seite. Okay. Ach komm, Party, zack. Ich mach's jetzt wie Basim. So, ihr Lieben. Gemeinsam. Irgendwer hat einen Schlüssel. Haben wir den jetzt? Hab ich den schon gelootet? Stimmt, oder? So. Da ist eine Schatzkiste irgendwo unter uns. Frage, komm ich jetzt? Moment. Verlaufen schon wieder. Ich erzünde das Haus oder was? Hilf mir. Sei meine Augen. Im Haus noch. Jetzt wieder rein. Ach da, andere Seite. Und dann brauche ich jetzt bestimmt den anderen Schlüssel dafür. Wetten? Ich finde schon wieder nichts. Ach, geh doch vor mir. Ich suche nach Fulke. Okay, Hinweis oder was finden. Das ist ein Schlüssel. Ich brauche den Typen mit Schlüssel. Komme ich da überhaupt rein? Nächste Frage. Dein Fenster kann ich ja nicht. Du wirst wohl
Fraß. Oh. Aber ich muss hier rein. Hier. Festung. Oh Gott, ich verlaufe schon wieder. Ich kann ja nicht rein, ne? Sind die Ava zu fett dafür? Irgendwo, vielleicht kann ich das den Riegel aufschießen. Nein schießen, das war ja schon. Nee, komme ich eh nicht ran. Okay. Wie komme ich da ran? Na ja, mein Freund. Dahin. Wahrscheinlich wieder ganz offensichtlich. Oh Mann. Das ist jemand sitzig. Das sollte er mal machen, der Kerle. Hey. Ach, guck mal. Danke, Basim. Siehst du, ich hab gar nicht gesehen, dass es da noch weitergeht. Das muss der Weg zur Volkes Sanktum sein. Ihr Gestank hängt an allem. Hilf mir, Basim. Sigurd ist hier drin. Volker! Ich bin hier! Stell dich! Gib Acht, Ivo. Du spielst ihr in die Hände. Ja, ja. Die Pläne für die große Feste in Westsexe. Hilft uns irgendwas davon, dort einzudringen? Wahrscheinlich nicht. Was soll man hier noch? Das Evangelium von Maria Magdalena. Bei Odin. Welch krankes Geflecht sie spannen. Für jeden vergossenen Tropfen Blut werde ich ein Miethorn mehr nehmen. Cheers. Volkes Tagebuch. Ich stürze mich in die Arbeit an diese seltsame Sprache, die ich für Kaiser Ludwig entziffern soll, aber doch reicht mein gesammeltes Wissen über die Alten und ihre Artefakte nicht einmal aus, um den dünnsten Lichtstrahl auf diese wunderschöne Schrift zu werfen. Ludwig sagt, dass diese Worte aus einer Radierung stammen, die ein junger Paladin in den Tagen von Karl dem Großen gesehen und abgeschrieben hat. Doch Ludwig weiß nicht, wo in unserer Welt die ursprüngliche Inschrift entdeckt wurde. Auf einem Tempel, einem Grabmal, einem Felsbrocken. Es ist unmöglich zu sagen. Immer und immer wieder ziehe ich den Stein aus meinem Besitz zu Rate auf der Suche nach Zusammenhängen zwischen ihm und den Worten, die von der Radierung abgeschrieben wurden. Doch kein Ergebnis. Das sollte mich nicht überraschen. Der Stein selbst ist nur ein Fragment, das, wie man mir sagte, von Eindringlingen Ragnar Lodbrok aus Norwegen mitgebracht wurde.
Deshalb nenne ich ihn den Sagenstein. Kannte er den wahren Wert des Gegenstandes, den er da bei sich trug? Welch glücklicher Fund, ich bin in Besitz eines Mannes gekommen, der das Mal der Alten auf seinem Hals trägt. Ich erschaudere, wenn ich daran denke, dass das bedeuten könnte. Könnte er ein wiedergeborener Altes sein? Da hier das Zeichen da, was wir da gesehen haben. Oder das Kind eines solchen, das nun noch so vielen Jahren auf den Plan treten soll. Ich habe Erzählungen von einem gehört, den sie den wiedergeborenen Aiden nennen. Aber dieser Mann hat nicht die unverwechselbaren Augen. Ich werde tun, was ich kann, um ihn auf verborgene Geheimnisse zu untersuchen. Und mit etwas Glück wird sich mir die Sprache der Alten erschließen. Einzelheiten zum Orden der Ältesten. Fulke hat eine hohe Stellung, ist aber nicht die Anführerin. Jeder soll unsere bescheidene Herkunft kennen. Wir sind die Instrumente der alten Götter, wir sind der Unrat einer alten Welt und doch sind wir die Hoffnung einer wiedergeborenen Zeit. Fassen wir unsere hehren Ziele in Worte. Wir sind die Hürden des Willens unserer Schöpfer, wir sind die Verwaltung der Werkzeuge unserer Schöpfer, wir sind die neuen Herrscher der Welt, die sie erschaffen haben, die neuen Herren der Welt. Lass keinen Zweifel daran bestehen, wem unsere Treue gilt. Der Vater des Verstehens leitet uns, die Mutter der Weisheit spornt uns an, die heilige Stimme erfüllt unsere Herzen mit Mut. Lass es alle wissen, wir Männer und Frauen vom Orden der Ältesten sind die natürlichen Lenker dieser Welt. Wer uns trotz so qualvoll untergehen, wir sind überall und wir sind ewig. Geht im Namen von Matrias, dem letzten Krieger, und herrscht, erobert die Welt zurück, die uns vererbt wurde. Ah, guck mal, Steinchen. Seltsame Inschrift. Also ich weiß sowieso, würde sagen, das sieht ein bisschen aus wie von Herr der Ringe. Seltsame Inschrift, Sagenstein, Inschrift, die Suko gelesen hat. Genau. Was sollen diese Wortgeflechte über Elfen und Dämonen bedeuten? Okay, hier finden wir jetzt nichts mehr. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf in den Gang. Sehr gut. Der kommt, oder? Los! Sag, du hast was gefunden. Was Brauchbares. Vielleicht eine Feste in Suzexe. Da bildet der Orden Soldaten aus. Wir müssen sicher sein. Sigurd, bleibt nicht viel Zeit. Kann ich jetzt nochmal runter? Da gibt es doch bestimmt noch was zu holen. Sonst irgendwas? Schriften, die für die Verborgenen von Interesse sind. Heitam will sie sicher sehen. Aber was Sigurd betrifft, ist unser einziger Hinweis Portcaster. Wenn er im Kastell von Portcaster ist, werden wir ein riesiges Heer brauchen. Ich habe inzwischen viele Freunde in Englerland. Wenn ich sie bitte, werden sie kommen. Das werden sie. Basim, sie hat ihm den Arm abgeschnitten. Kann man solch einen Verlust überleben? Körperlich ja. Geistig ist es schwer zu sagen. So etwas kann jemanden in die Verzweiflung treiben. Wenn du meinst, dass er sich wie Tedmund umbringen könnte, verbanne diesen Gedanken. Ich muss meinen Leuten sagen, dass ihr Jarl gefangen bleibt. Das wird ihnen nicht gefallen. Besonders wir werden nicht noch einmal scheitern, Eivor. Ich spähe voraus und sende Kunde zur Siedlung, wenn ich mehr über Portcaster weiß. Sei bereit. Kennsage abgeschlossen. Das Instrument der Ältesten. Ach, jetzt auf jeden Fall. Ich will die Fulke heute noch schaffen. Nimm mal.
meine Handtrophäe erhalten. Ach, da hat die Kiste mitgenommen. Notizen zu Sigurds Fortschritte. Abschotten. Ich muss alle Sinneswahrnehmungen verhindern. Kein Licht, keine Berührung, keine Wärme, keine Stimme. Um den Gott in sich zu erwecken, muss der Mensch Sigurd in den Schatten treten. Sein wahres Ich wird mit der Zeit sichtbar werden. Wasser und Brot. Mehr erlaube ich diesem wunderschönen Mann nicht. Ach. Er ist ein wahres Prachtexemplar. Wenn er meinen Namen verflucht, fühle ich die Macht in seiner Stimme. Wenn er sich gegen seine Ketten wirft, höre ich das Knarren der Lederriemen und das Knirschen von Eisen auf Eisen. Er hat Kampfgeist. Aber um diesen Krieg gegen sich selbst zu gewinnen, muss er nachgeben. Sigurd gesteht sich noch nicht ein, dass ich nur sein Bestes will, dass ich mich seine annehme, damit er sein Bestes erreicht. Er kämpft gegen diese Vorstellung, sperrt sich dagegen und doch bemerke ich ein gewisses Zögern in seiner Stimme, wenn er spricht. Er klingt wie ein Mann, der ständig unterbrochen wird, als würden Stimmen seine Gedankengänge stören. Es funktioniert. Blut fließt langsam aus den Unterarmen. Ein paar kleine Schnitte erzeugen einen stetigen, aber kontrollierten Fluss. Es sind nun schon Wochen ohne große Fortschritte. Sigurd hat Gewicht und Körperkraft verloren, aber sein Wille ist stark. Und obwohl er von Visionen gepeinigt wird, hat er sich nicht von ihnen übermannen lassen. Es ist Zeit für einen anderen Ansatz. Sigurd widersteht Hitze und Druck recht gut. Ich habe bisher keine permanenten Veränderungen vorgenommen, aber das wird sich womöglich ändern müssen. Eine Erkenntnis, ein Satz, den er geschrien hat, als sich der Schraubstock um seinen Kopf zuzog. Ich bin der Herr der Gerechtigkeit, du wirst dich von mir verantworten oder sterben. Das führt mich auf einen besseren Weg. Ich weiß jetzt, was ich tun muss. Ich weiß, was er verlieren muss. Okay, seit Wochen. Ich finde es gerade nicht so ein bisschen so eine Anzeige, weil ich habe nämlich gelesen, dass anscheinend von da an, wo die Norwegen verlassen, bis die das Dorf da gegründet haben, ein Jahr vergangen ist. Deswegen ist es schade, dass da nicht so mal so eine einige Zeit später immer mal kommt. Das wäre eigentlich ganz nett. Okay. Statt daran, wie Bericht. Quod summum omnium session. Guten Tag. Ecce ponte domino musca odia. Nos mitte nos signal. Okay, ist kein Sperrgebiet mehr. Schön, schön, schön. Wir müssen ran, wie Bericht erstatten. Kent. Ist dann die ganze Kent-Sacker dann schon abgeschlossen? Wartet mal. Hier haben wir ja auch noch so ein... Ach, das ist für 6 Tage. Okay. Wenn ich jetzt einmal hier bin... Ist da persönlich nichts dagegen zu finden. Wo ist denn das? 25 Meter. Komm wieder nicht hoch, hin. Ich schlug von oben und es ist von da. Na komm, Ebo, hoch. Jetzt kann ich mal nicht diese Frau. Condemnabitur inconvenientes calciamenta sunt mi. Ich muss da durch die Tür, aber da kommt... Ist die jetzt offen? Ja. Ich muss das probieren. Ah, ich dachte, der springt gleich an den Kronleuchter. Sie wurde wohl verriegelt. Mach ich mal in Ruhe. So. Dann starten wir mal ran wie Bericht. Und es wird nicht schön. Weiß jetzt halt nicht, ob ich noch in Kent noch was machen muss. Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Jetzt hatte ich gesagt, Sudsechse und... Klokiste hier. Ja, da würde ich mich jetzt mal noch ganz schnell das Kloster einnehmen. Nee, ne?
nicht wirklich. Vielleicht sollte ich mich hier lieber vermummen. Das Gebiet ums Kloster ist ein Misstrauensgebiet. Echt jetzt? Sigurd. Er hätte uns gesagt, was er vorhat und allem drum und dran, hätten wir bestimmt einiges verhindern können. Ja, so ist es nun. Mal drauf. Ey! Gib dir Mühe, du Laus! Ja, ja. Ey! Das kostet dein Sack. Leben! Bleib standhaft! Ey! Wie so ein bisschen Feuer. Oh, ja, stimmt, der spielt eine Rolle. Ey. Du gehst mir auf den Senkel. Meine Güte. Du erlebst keinen Winter mehr. Lieber bin ich tot, als meinen Herrn gegenüberzutreten. Ich hoffe, mein Magister Magnus vergibt mir. So oft suchte ich seinen Rat. Wer so wenig Ehre hat, kann nicht auf die Vergebung eines wahren Herrn hoffen. Oh. Nun richte ich meinen Blick auf Woden, Tew und Tunor. Ich werde so lange suchen, bis ich Vergebung finde.
Du wirst dich drehen, bis du im Bodenlosen versenkst. Ja, meinen Hinweis erhalten. Jo! Salzwerklager von Meldun an der Ostküste von Issexe. Ach nee, wir waren East England, ich wollte gerade sagen Issexe, da war ich ja noch gar nicht. So.